Eternity. A Layer of Torment setzen. So, wir gucken mal ganz kurz hier in die Sensitivity. Würde ich mal ein bisschen höher machen. Zack, Language haben wir. Deutsche Unterstützung, cool. Qualität hoch oder niedrig. Wackelnde Kamera, ja, warum nicht? Damit es ein bisschen immersiver wird. Also, neues Spiel, let's go! Mit WSD können wir uns bewegen. Oder mit Shift rennen. Linke Maustaste zum Halt, Stopp machen. Wenn es einem zu hart wird. Okay. Okay, hab ich. WSD. Ich hab schon wieder alles vergessen. Lass doch jetzt nach dem Spiel einfach Unity starten und ein Halloween-Spiel machen in 3 Stunden. Ein uraltes Artefakt, eine lebensspendende Statue. Es hat den Verstand meines Vaters übernommen. Es dreht durch und begann zu töten. Ich muss in den Keller gehen und ihn aufbrechen, um jemanden zu retten. Unmöglich, das zu lesen. Aber leider sind wir wieder rausgeworfen worden von S. Okay, und da sind wir auch schon, Leute. Da sind wir auch schon. In einem sehr weit zurückgeworfenen Keller. Grafisch für 4 Euro schon mal mehr als top, muss ich sagen. Also wirklich sexy. Für 4 Euro grafisch sehr top. So. Das ist ja gar nicht zu toppen. Also das ist eigentlich schon Triple A fast, ne? Könntest sagen Double A. Hier haben wir irgendwelche Kratzerzeichen. Wir sind ja anscheinend schon mehrere Tage drin und sind kurz vorm Durchdrehen, kurz vor dem Verhungern, weil wir einfach nichts zu essen haben. Und währenddessen suchen wir hier etwas zum Interagieren und finden aber nichts. Wir sind weiterhin eingesperrt. Können wir uns ducken? Nein. Okay, wir können hier so ein bisschen links, rechts laufen. Mega cool. Wir gucken uns nochmal den Boden an. Da haben wir was. Okay, ich habe die Schlüssel gefunden. Anscheinend entweder zu der Tür. Ah. Oder zu der da drüben. Aber ich glaube, das hat sich so eben erledigt. Aha. Ein Rätsel. Der Galgen. Okay. Also oberste Reihe, letzter keiner, der hängt. Und also letzte und zweite, was sagt uns das? Könnte das was hiermit zu tun haben? Letzte und zweite. Können wir jetzt mit dem Schlüssel auch hier durch? Nee. Aber guck mal, die Galgen sind auch anders, ne? Guck mal, da haben wir einen, der hängt. Vollständig, der da hat, dem fehlt ein Bein, dem fehlt ein Arm, dem fehlt der Strich im Galgen, da fehlt der komplette Mensch. Da fehlt wieder der Arm. Was sagt uns das? Ist eine gute Frage. Warte mal, können wir das können wir auch wieder zumachen, die Tür. Sehr interesting. Vielleicht finden wir noch irgendwo einen weiteren Schlüssel, damit wir durch die Tür durchkommen. Ich komme hier aber auch nicht durch, ne? Nee, ich komme hier nicht durch. Ich klicke mal wie so ein Hecht. Ah, guck mal. Das sind doch die 5 Reihen, oder nicht? Hä? Ah, wir müssen gleich hier verbinden. Alles klar, dann machen wir die Tür auf. Der erste mit dem dritten. 1 mit 3. Das macht trotzdem gar keinen Sinn. How to Kurzschluss your Raum. Dann wollen wir die 2 verbinden mit dem letzten da. Und dann bleibt uns nur noch 1. Nee, scheiße. Hä, haben wir nicht schon? Hab ich den wieder rausgenommen? Da oben haben wir 3, da unten haben wir 3. Nee, alles gut. Das heißt, der dritte ohne Arm mit dem ersten von denen.
Dann haben wir nur noch die zwei. Ja, clever, ne? Clever. Das macht auch alles Sinn, was wir da getan haben. Wir haben es gedidded. So, angenommen, das ist jetzt richtig. Was passiert jetzt? Ich glaube, das war falsch, oder? Also, jetzt hätte doch legit was passieren müssen, glaube ich. Das Licht ging auch nicht aus. Wir hätten jetzt, glaube ich, für einen Kurzschluss sorgen müssen. Oh. Ah. Die Tür geht jetzt. Ah, okay. Interesting, interesting. Voll die Eule, die wir spielen. Oha, ich kann vor und zurück. Alter, I can't stop it. Okay. Okay, da ist nichts. Wir gehen raus. Nein, und wir sind im selben Raum, nur woanders. Okay, hier hängt einer. Das ist gar nicht gut. Gar nicht geil, bin ich early in the morning, Mann. Hier haben wir eine Tür. Zahlenschloss wieder rein. Okay. Die können wir drücken in der Hoch. Okay. Ah, und hier ist das Rätsel dazu. Leonardo James Frau. Was? Warum? Oh mein Gott. Warum? Habe ich zu lange gebraucht? Ach komm schon. Ich bewege mich gerade übrigens nicht, ne? Ich habe Angst, mich zu bewegen. Haben wir eine Taschenlampe? Nee. Das ist ja sie. Oder? Das ist ein Lichtschalter. Ja. Okay, das war cool. Guck mal. Wir klopfen. Da im Nachbarraum war doch jemand, ne? Könnten wir jetzt rein in der Theorie hier wieder rein? Wir können da rein in der Theorie auch wieder rein. Oh, da, guck mal. Ah, Bryson ist durchgestrichen. Aber warum? Bryson ist durchgestrichen. Was sagt uns das? Dann guck mal hier kurz. Bryson ist der Erste. Aber warum ist er durchgestrichen? Was? Was sagt uns das? Bryson Liam. Warum ist er durchgestrichen? Können wir da was erkennen? Ich glaube, wir müssen eine gewisse Zahl. Guck mal, der vielleicht raus. Ich glaube, wir müssen alle, die maybe tot sind, herausfinden. Der ist ja gecancelt. Der da unten existiert nicht. Den können wir auch rausnehmen. Der, James und sie sieht auch relativ im Ass aus. Naomi und James, zwei und der letzte. So, er hier, der letzte. Ja, Leonardo existiert halt legit nicht, ne? Wollen wir es einfach mal anklicken, Leonardo? Ich blick nicht so. Ich radel nochmal ganz kurz zurück. Moment. Ach, der hat die Klappe wieder aufgemacht. Hä? Psst! Da. Oliver. Oh Gott. Oliver? Naomi. Oliver, Naomi? Okay. Ich geh nochmal. Ich bin erschrocken. Oliver und Naomi. Moment. Oliver und Naomi. Jetzt guck ich mal ganz kurz. Oliver und Naomi. Ah ja, okay. Oliver. Oliver und Naomi, okay. Das heißt, die 10. Shit. Er, Naomi und Oliver. Einer fehlt uns noch. Einer fehlt uns noch. Moin, Fami, ich grüße dich. Einer fehlt uns noch. Komm, wir müssen nochmal zurück.
Aber warum sollte jetzt hier was stehen, oder? Komm, wir gehen einfach mal raus. Und der, der fehlt, ist maybe der Letzte. Ja, okay, weiß ich halt jetzt nicht. Kann man sehen, wie man möchte. Hier kommt man halt auch nicht durch. Hier gibt es auch gar keine Informationen zu, ja. Digga, basshaltiger wird's nicht, oder? Ne, das haben die ein bisschen übertrieben. Da stimme ich überein. Ist denn der letzte Name? Oliver? Naomi? Oliver, Naomi. Aber wir haben jetzt so keinen Namen. Da vielleicht, da. Eugeas. Eugeas oder sowas? Ah, Lukas. Lukas? Lukas. Lukas, 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 Lukas. Okay, gut, wir haben es gelöst, glaube ich. Alter, der Bass ist ja echt brutal, ne? Warte mal, können wir Qualität hoch, Empfindlichkeit. Ja, ist halt schwierig. Ausfahrt. Beenden. Ausfahrt. Mhm. Aber ich muss sagen, für 4 Euro, muss ich gestehen, hat sich jetzt schon, glaube ich, gelohnt. Ne? Weil ich glaube, das geht noch ein bisschen. Ach du Scheiße, wie spät haben wir es hier? Ich weiß. Oh mein Gott. Ich guck hier doch nochmal lang. Soll ich irgendwas übersehen habe? Sieht halt echt gut. Er ist da. Ich glaube, wir sollten uns beeilen, oder? Irgendwer ist hinter uns. Okay, da haben wir, glaube ich, eine kurze Ladesequenz. Hat kurz geleckt. März, Mai, August, November. März, Mai, August, November. März, Mai, August, November. Oh nein. Oh oh, ach du Scheiße. März, Mai, August, November. 3. März, 3, 5, 8, 11. 3, 5, 8, 11. Aber was bringt uns das? 3, 5, 8, 11. Ich kann hier sonst nichts machen. Nee. Oh Gott, ich dachte, da steht einer. 3, 5. Was? 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 Moin, Pudi. Ich bin eigentlich nur hier, um Rätsel zu lösen. Ich will eigentlich gar nicht an dich ran. Was ist da los, Mann? Hab ich hier Ziegelstein zum Schmeißen? Der steht jetzt da, ne? Das ist doch dumm gemacht. Keine geht's hier. Keine geht. Ich muss da lang. Ach du Fuck. Ich gehe langsam rückwärts. Hast du ein komisches Horror-Game in VR gezeigt? War nicht so meins. Warum? Weil es zu krass war, oder? Oh. Ich habe auch schon mal eins gespielt, das war echt heftig. Oblivion Afterlife. Irgendwie so. Wrath, Oblivion Afterlife, Oblivion Wrath Afterlife. Das war krass. Blau, grün. Blau-grün. In VR-Chat kann ich mir gar nicht vorstellen, dass das gruselig ist. Oh, ey, das sieht echt interessant aus, das Game. Also sieht echt gut aus. Blau-grün. Was haben wir hier? Hier haben wir irgendwelche Buttons, Schalter, mit denen können wir auch noch nichts machen. Da unten ist eine Öffnung. Da geht's maybe durch, aber aktuell nicht. Wir müssen, glaube ich, erst hier durch. Es hängt. Blau plus braun. Blau plus braun. Rot. Rot plus gelb und das ist blau minus grün. Ach du Scheiße.
Rot, Gelb, Blau, Grün, Blau, Braun. Blau gleich Himmel. Ach, du kannst mich mal am Arsch lecken, Alter. So viele Notizen. Ich habe nicht mal ein Rätsel dazu. Das typische Geräusch. Ja, kommen Sie rein. Ach du Scheiße. Rot minus Blau. Sie sind gleich tot. Das gefällt mir nicht. Aha, gute Kabelverlegung hier in dem Game. Sie sind gleich tot. Ah. Schöner Schatten. Rot minus Rot. Lila plus Grün. Das haben wir im Trailer gesehen, ne? Oh nein. Ich habe Angst. Rot minus Rot. Ich weiß... Warte mal, wir müssen mal gucken. Okay, wir können... Können jetzt so ein Match auswählen und irgendwo drauflegen. Wir haben... Was ist denn jetzt mit März und sowas? März, Mai, August, November. Was war jetzt damit? Wissen wir nicht, ne? Blau. Wir haben einmal... Blau plus minus Grün. Wir haben Blau plus Braun. Wahrscheinlich müssen wir die Plus machen, ne? Aber warum Blau gleich Himmel? Blau plus Braun. Rot minus Rot. Ich bin mir nicht sicher, ob uns... Also oder muss ich das... Rot minus Rot. Ich glaube, wir müssen hier, ne? Lila plus Grün. Alle Pluses oder so. Ich habe gar keine Ahnung. Lila plus Grün. Ich suche mal noch weitere Pluses. Pluses. Wow, Alter. Sambai, Alter, zu Konda. Plüsse. So, sie sind gleich tot, okay. Rot minus Blau. Hallo. Ihr habt ihn auch gesehen, ne? Rot minus Blau. Was sagt mir Rot minus Blau? Rot. Ach, scheiße. Wir haben nicht nur Plusse, ne? Also die Plüsse sind direkte Zuweisungen. Aber hier steht, was es nicht sein darf. Das Kotzen. Also Rot darf nicht Rot sein. Okay, Rot darf nicht Rot sein. Rot darf nicht Blau sein. Also die haben wir schon vergeben. Rot darf auch nicht das und nicht das sein. Das heißt, Rot ist eins von den beiden. Plusse. Das ist Französisch. Gut erkannt. Ich komme nicht voran. Das ist fürchterlich gemacht. Oh, das ist ja fürchterlich gemacht, Leute. Gar keine Lust, hier lang zu laufen. Blau gleich Himmel. Was sagt mir das? Blau muss oben sein. Blau gleich Himmel. Das sagt mir halt gar nichts, ne? Blau plus Braun. Das haben wir gemacht. Ja, aber hä? Mehr Informationen gibt's ja irgendwie gar nicht. Blau gleich Himmel. Oh, ist das fürchterlich. Ah. Rot plus Gelb. Rot ist Gelb. Blau ist nicht Grün. Oh Gott, ist das fürchterlich gemacht. Hier noch Hinweise? Ah, ich habe gar keine Lust. Okay, das ist ein sehr beklemmendes Spiel, muss ich sagen. Kann aber auch an der Musik liegen. Also, was haben wir gesagt? Rot, Rot gleich Gelb, ne? Rot gleich Gelb. Rot.
rot gleich gelb. Rot gleich gelb. Rot gleich gelb. Okay, komm. Also rot. Hä? Scheiße! Das ist gelb, kein braun. Wir haben das so. Das ist braun. Das ist braun. Okay. Lol, warte, es geht von vorne los. Oh, ich merke mir das doch nicht. Blau gleich Himmel. Blau plus braun. Danke dir. Blau plus braun, ja. Rot gleich gelb haben wir. Hey, wir haben doch noch was gehabt. Hatten wir nicht grün? Blau gleich Himmel. Du hast dich zu schnell bewegt. Die zwei hatten wir schon gefüllt. Hatten wir nicht gesagt, was hatten wir denn in grün drinne? Lila steht hier. Lila ist in dem Raum. Fällt mir jetzt wieder ein. Lila ist hier in dem Raum. Lila plus das hier. So, okay, gut, warte. Blau minus braun ist nichts. Guck mal, hier, er hier, der ist braun, ist nicht blau. Ist nicht blau. Nicht blau. Das heißt entweder rot oder lila. Ne, warte, wissen wir ja gar nicht. Hier gibt es ja mehr, als wir zur Verfügung haben. 1, 2, 3, 4 haben wir noch und 3 Slots haben wir. Wir müssen nochmal durchlaufen. Scheiße. Danu schreibt auf, wir... Oh Gott, ich habe gerade 2 Schatten gesehen. Rot ist nicht rot. Rot minus rot. Rot minus rot. Lila plus grün. Lila plus grün. Rot minus rot. Sie sind gleich tot. Ich glaube, das ist einfach nur ein geiler Reim, ne? Rot minus blau. Ich will hier eigentlich nicht nochmal durch, aber ist okay. Die Taschenlampe wäre halt ultra smart vom Spiel. Also falls hier was steht, sehen wir es eh nicht. So. Blau gleich Himmel haben wir ja hier an der Decke stehen. Die Tür geht nicht auf. Blau plus braun. Blau plus braun. Ja, okay, aber steckst du jetzt den Blauen in das Braune oder das Braune in das Blaue? Oder beides. Weiß man nicht, ne? Wir haben halt rot plus gelb. Und blau minus grün. Das sind alle Hinweise, glaube ich. Das heißt, blau gleich Himmel, blau plus braun, blau minus grün hast du auch, rot und rot fehlt noch, genau, rot plus gelb. Aber eigentlich müssen wir das jetzt anhand von den Informationen gelöst bekommen. Oh! Wichser. Weiter geht's. Gott. Es ist aber... Mann, jetzt... Der weiß, dass wir jetzt die Lösung haben. Der weiß, dass wir die Lösung haben. Na, wer hat sich noch weggejachtet gerade? Okay, also. Ach, guck mal, jetzt sind die noch drin. Blau gleich Himmel. Wie gesagt, keine Ahnung.
Warum gehst du durch? Hä? Ja, hä? Muss ich doch. Ich musste hier wieder hin. Ich musste doch hier wieder hinkommen. Komm mal, was du wolle. Lila plus grün. Haben wir ja gemacht. Der Kackstift hat angefangen zu zeichnen. Geil, wenn es Picasso wird, ich will mit beteiligt werden zu 10%. Rot plus gelb. Ja. Ist halt die Frage, rot plus gelb. Muss jetzt das Gelbe in das Rote oder muss das Rote in das Gelbe? Was ist was? Warte mal. Blau ist Himmel. Blau heißt... Blau ist Himmel. Wahrscheinlich oben. Das heißt, die Angaben oben, blau plus braun heißt, das Braune muss ins Blaue, oder? Dann muss das hier wahrscheinlich ins Blaue. Oh nein. Gott! Scheiß Spiel, ganz ehrlich. So, wie bin ich raus mit Escape? Boah, das kam jetzt aber, da war ich aber reflexartig richtig krass drauf. So, ich komme oben gar nicht mehr rein. Ich kann nur noch verkacken, ne? Ich kann oben die gar nicht rausholen. Scheiße, Mann. Ich glaube, ich habe verkackt. Wir haben jetzt hier zum Beispiel noch gelb. Lila plus grün. Das würde heißen, lila ist oben gemeint. Das heißt, das Grüne müsste eigentlich ins... Ah, scheiße, Mann. Ich bin tot, ne? Ja, ich habe ja eh verkackt. Ah, nee, warte mal, wir können austauschen. Pass auf, dann machen wir... Nee. Lila plus grün. Wenn lila oben ist, machen wir das so. Wenn blau Heaven oben ist, kommt da das Braune rein. Das haben wir. Blau gleich Himmel. Blau gleich plus braun hätten wir dann. Rot plus gelb. Das heißt, das Gelbe... Oh, das kann ich gar nicht bringen, ne? Weil dann haben wir es vollständig. Dann muss ich das jetzt zum Schluss machen. Ich kann das nicht, Leute. Ich kann nicht mehr. Achso. Wenn das Gelbe drin ist. Blau plus braun, rot plus gelb, ja. Blau minus grün. Blau. Da kommt nicht das Grüne rein. Das Grüne haben wir sowieso da drüben drin. Rot minus rot. Rot, das soll nicht ins Rote. Lila plus grün. Rot minus blau. Rot minus blau. Da kommt auch kein Blau rein. Ja, aber hey, warte mal, dann... Ach, plus gelb. Das heißt... Dann ist es ja sogar richtig, oder nicht? Wenn wir das da jetzt reinmachen, ist rot plus gelb. Rot soll nicht in rot. Und rot soll nicht ins blaue. Haben wir eh ausgeschlossen. Blau haben wir in braun. Dann passt das doch so. Ich probier's. Ich glaube, das war richtig. Alter. Krass. Als ob! Gib nachher lecker Pfannkuchen, so wenn ich nichts anbrenne. Was? Um die Uhrzeit? Was heißt Süßes? Was Süßliches? Ich würde ja sagen, du bleibst jetzt hier und leidest mit. Jetzt lassen die mich alleine mit dem Kack hier. Ich habe eine Tür gehört. Habe ich es nicht früher geschafft. Ach Gott, ich... Ist die Tür aufgegangen? Nee. Von unten, das nächste Rätsel ist... Ei, kadamba, das hier ist jetzt angegangen, oder? Nee, hä? Was ist denn passiert? War das Rätsel jetzt falsch? Hatte direkt nach der Arbeit eine Fahrstunde, dann war ich plötzlich... Einfach so, wie konnte das noch geschehen? Hä, aber ich bin... Gab's da jetzt noch was? Nein. Da haben wir halt auch noch eine Tür gehabt, ne? Glaube ich.
gucken nochmal hier lang. Ich gucke hier nochmal. Ah, die ist zu. Scheiße, für umsonst wieder eine Gefahr ausgelegt. Ausgesetzt. Okay, also hier müssen wir, glaube ich, gar nichts mehr machen. Bei wird mir zu gruselig. Ja, ja. Hau da ab, du Schisser. Tschüss. Dann guten Hunger dir. Oh, warum sind die jetzt so am Wackeln? Der ist doch schon wieder da, oder? Der ist doch schon wieder da. Real Talk. Ah, irgendwas falsch gemacht. Jeppala. Ich habe irgendwas falsch gemacht, glaube ich. Das war nicht die Lösung. Den Gruselschocker hatten wir schon. Weh, du fässt mich nochmal irgendwie unsittlich an. Dann kriege ich aber Hass. Ach Mann, bin ich dumm. Der Safe ist aufgegangen. Ach Mann. Ja, okay, gut. Also damit konnte nun wirklich niemand rechnen, dass das mit dem Anschluss zum Safe die Safe-Tür geöffnet hat. Also da, das war ja ausgenommen. Unmöglich. Okay, jetzt haben wir... Shit. Okay, dann bin ich doch wieder positiv darüber überrascht, dass wir das Rätsel gelöst haben. Jetzt müssen wir halt wieder zurück, ne? Ach nein. Oh nein. Das ist halt rein von der Psyche her echt schon gut gemacht. Respekt, Respekt, Respekt. Diese Pisse hier. Mach die Tür wieder zu. Die Uhr klingt gerade sehr, sehr merkwürdig. Nee, wir müssen da wieder lang. Die Anfangstür ist jetzt aufgegangen oder was. Oder wie oder wann oder wer oder wo. Anscheinend. Mist. Okay, wir machen die Tür wieder auf. Ach. Aber warum, aus welchem Grund sollten wir wieder dahin den Raum zurück wollen? Erkläret mir dies. Oder habe ich in dem einen Raum, wo wir jetzt hergekommen sind, wieder eine Tür übersehen? Wahrscheinlich, ne? Scheiße, ich hab wieder irgendwas übersehen. Ich krieg Hass. Ich krieg einfach Hass. Komm, wir jeeten hier durch. Ich glaube, sobald wir rennen, erkennt das Spiel, dass wir keine Angst mehr haben und triggern die nächsten Sachen. Oh, da geht's Licht an. Egal, wir gehen durch. Bam, Brudi. Fängt ein bisschen an zu ruckeln, das Spiel. Warum auch immer. Jetzt müssen wir halt hier wieder durch, ne? Die Tür kriegen wir auch nicht auf. Also ich weiß nicht, für was der Schlüssel da ist. Ach, Gott. Oh, hier ist Licht angegangen. Aha. Hier ist jetzt Licht an. Ich mach zu. Was steht da? Okay, gut. Hier haben wir Kalendertage. 8. Juli. Wahrscheinlich ein vierstelliger Code von den Daten, die wir an der einen Tür haben. März, Mai, August, November. Die Zahlen brauchen wir wahrscheinlich. Wir haben hier, nee. Oktober, nee. Was ist das? Alter Schwede. Mai, da 10. 10. Wir haben auf jeden Fall eine 10. Ich würde sagen, Chat, schreibt mal rein. 10. Wenn November 1. Geht die Tür immer weiter auf? Oliver. Warum ist hier Oliver durchgestrichen? Das ist der Raum, wo wir... Oha! Okay, krass, 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 krass. Dann ist das die Tür vor... Oh mein Gott. Okay, ja. Verstehe. Ich muss ja das irgendwo notieren. Ich bin gerade zu sehr gestresst, um mir Dinge zu merken. Das hier erkenne ich auch. Ah, Februar. Da kann sie anklicken. September. Was?
Naba. N4BA. Naba. Naba, Naba, Naba. Abin. N4BA. Tja, gute Frage, ne? Gute Frage, nächste Frage. August, 4. August. August. Wir brauchen den März noch. Wir brauchen den März noch, den haben wir meines Erachtens. Oh Gott, du Schande, Bruder. Ha! Wo ist der März? Warum steht hier Admia? Admia Entertainment, aha. Warum war das jetzt? Da 7. 7-10, glaube ich, ne? 7-10. Sieben, zehn, vier, eins. Sieben, zehn, vier, eins. Joa, keine Ahnung, was uns das bringt. 7, 10, vor allem denke ich mir, dass die 10 halt auch irgendwie falsch ist, keine Ahnung. Und was ist das hier zum Beispiel? Hier steht ja irgendwas drauf. N4AB. Naba. Naba, Naba, Naba. Könnte auch irgendein Indiz sein, ne? Naba, Naba, Naba 13. Naba 13 und Admina. Naba und Admina. Naba und Admina. Notex. Ja, aber was machen wir jetzt damit? Haben wir irgendwo. Was bringt uns das? Wo müssen wir jetzt hin damit? Wir haben irgendwie nichts, was wir damit machen können, ne? Was machen wir denn mit den Zahlen? Ah, na klar. Scheiße, gar keinen Bock. Wir müssen hier hin zu den Stromkästen. Okay, gut. Ah, shit. Shit, ich drück einfach. Planänderung, damit ich die Bude nicht abfacke und meine Schwester mich nicht morgen umbringt, gibt es einfach Kräuterbaguette. Schade eigentlich. Als ob du nicht in der Lage bist, das zu machen, Bruder. Aber freut mich. So, wir haben jetzt 7, 10, 4 und... Ach so, es sind insgesamt 10 Stück. Ach, das ist ja easy. Also 1, 4... 1, 4, 5, 6, 7 und 10. Also 4 Euro hat sich jetzt schon gelohnt. Also wer Bock hat, Leute, der kauft das, ne? Jetzt sofort. Das schon, glaube ich, aber jetzt keinen Bock mehr. Das kann ich nachvollziehen. Ist ja schon spät, ne? Alles sauber zu machen. I believe. Oh nein, das ist doch nein. Gott. Oh, Star Wars. Lichtschwert. Damit können wir... Ich komme nicht weiter. Ich bin stuck. Ich bin zu weit gekommen, oder? Ich bin mir nicht sicher. Ich kann nirgendwo hin. Ich weiß nicht, ob das so muss. Ah. Ach, wir mussten die mittlere Maus... die Maustaste drücken. Oh! Junge! Ich will das nicht spielen. Ich hoffe, ihr klippt fleißig, ne? Können wir direkt bei Swibbly Clipschi Pupschi Birmini hochbamsen. Ich hab gar keinen Bock mehr. 4 Euro.
Abgelehnt. Ich will da nicht durchgehen, ne? Bin ich ehrlich. Ich finde jetzt hier aktuell keinen Indiz auf irgendwas Questmäßiges. Ich gucke mir gerne alles doppelt und dreifach an, deswegen, damit wir nicht zurück müssen. Aber hier kommen wir nicht weiter. Okay, komm, wir gehen mal. Oh Gott. Oh, das ist die Treppe. Das ist die Treppe. Da wurden wir. Thanatologe, danke für den Raid. Schön, dass ihr mit dabei seid. Moin, Raiders. Gerne mal Thanatologe abchecken. Moin, Kumon, ich grüße dich. Das Mandarin-Chan ist auch wieder am Stiesel. Raid, Raid, Raid. Was geht? Was habt ihr Schönes gemacht? Habt ihr... Leute, wir zocken gerade hier ein 4-Euro-Horrorspiel. Ich gehe einfach von alleine runter. Wir zocken hier gerade ein 4-Euro-Horrorspiel. Ich habe mich jetzt schon mehrmals weggelangt. Also, das ist krass. Hi, Ready Airsoft. Moin, moin, moin. Was geht? Jetzt bin ich nicht mehr alleine hier. Juhu, Paul ist auch wieder zurückgekommen. Ach, fein. Ich habe keinen Bock mehr auf das Game, ganz ehrlich. Also die Jumpscares sind halt gut gemacht, ne? Wir haben ein wenig Dungeons & Dragons gedaddelt. Nur immerhin, immerhin. Echt jetzt? Das ist aber auch sehr interessant. Hat's Spaß gemacht. Ich glaube, du hattest mehr Spaß als ich gerade hier. Ja, Mann. Ich glaube, du hattest mehr Spaß als ich gerade. Ach nein, ist eine endlose Treppe oder was? Ich habe keinen Bock mehr. 4 Euro. Nein. So, okay, geil. Also richtig sterben können wir nicht, ne? Der kommt nur maximal und flankt uns weg. Bin auf jeden Fall richtig viel Spaß. Ja, das freut mich, das freut mich. Besser als nichts. Das ist der Raum. Haben wir das Spiel jetzt schon durchgespielt? Das ist doch das Ziel des Spiels, sondern nicht hier reinzukommen. Nein, sieht nicht so aus. Sieht nicht so aus. Ah, okay, gut. Ich sehe gar nichts, ne? Stockfinster wie ein Bärenarsch. Ziel ist es zu überleben. Bin ich mir nicht so sicher, ob das einzige Ziel ist. Ihr könnt auch gerne miträtseln, wenn ihr Bock habt. Hier gibt es nichts zum Interagieren, oder? In dem Regal. Da unten sieht es so aus, als wird da irgendwas liegen. Oh nein! Beobachtest du mich, kleiner Tommy? Hä? Beobachtest du mich, kleiner Tommy? Oh. Gab es gerade Tonstörung? Cheatcode alte 4. Den werde ich zur Not benutzen, ja? Guck mal, da ist ein... Oh, da ist ein Hammer. Dem... Oh, damit müssen wir das Baby zerschlagen, ne? Ich glaube, das ist ja das Böse. In ihm schlummert das Böse. Kann ja nicht mehr so lange dauern, das Spiel. Falls ihr dann gleich noch Spielvorschläge habt, ne? Es ist 23.30 Uhr. Wir können, glaube ich, noch eins spielen, wenn das krass ist. Ansonsten, ich weiß nicht, ob wir dann den Drogensimulator mal probieren wollen. Ich drücke einfach. Moin, Hasso, ich versuche gerade in Discord bei dir reinzukommen. Ausrufezeichen DC. Und dann die Regeln akzeptieren. Oh nein. Dann wollen wir zum Licht. Ich will nicht mehr. Okay, hier scheint's. Oh Gott. Oh, es sind meine eigenen Schatten. It's just a room. An empty room. Nothing inside. We are safe. There cannot be something around the corner. No, no. No, no. You see, we are safe here. And a beer bottle in the Arschritzen Sektion of the couch. Okay, geil. Wir gehen wieder zurück, weil wir können hier legit nichts machen. Ich hasse das. Jetzt müssen wir den ganzen Weg zurückgehen. Wir sind für umsonst hier rein. Hier ist doch jetzt safe, dass wir dann zurückgehen. Da können wir noch lang, ne? In der Dusche lang. Ach, du Heiliger. Oh. Nicht gut. Alles gut. Alles gut. Einfach mal auf den Knopf drücken. Wir haben keine Ahnung, was der macht, was der ist, was der kann. Wir drücken ihn.
Oh nein, das ist auch noch das Einzige, was du hier drücken kannst in dem ganzen Kapuff. Wollen wir erstmal den Rest angucken und dann den Knopf drücken oder wollen wir... Ach komm. Ach, keine gute Idee. Und wir gehen wieder zurück. Oh mein Gott, da war er. Ich war sehend. Wollen wir gucken, ob er... Hä? Jetzt ist da eine Tür auf. Oh. Ojo. Hallo? Hier war der Fernseher gerade oder bin ich gerade komplett falsch? Leute, ich kann da gar nicht mehr lang gehen. Der Fernseher. Ich kann nicht mehr reden. Ich bin durch. Haben an einem Rennspiel getüftelt. Wenn du dich traust, kannst du das gerne spielen. Die Störung ist nur etwas besser als... Oh je, 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 je. Nee, aber komm, beim nächsten Mal machen. Was? 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 Hier, mir ist so schwindelig. Ich weiß nicht. Ist das real? Wo sind wir hier? Oh, alles sieht so gleich aus. Da war gerade eine Tür, die hätten wir einfach durchgehen sollen. Nein, jetzt bin ich hier irgendwo. Oh, hier haben wir wieder ein Zahnrad, um wieder irgend so ein Ding zu betätigen. Alles klar. Wir wissen noch nicht, wo wir es betätigen sollen. Aber macht ja nichts, ne? Wollen wir hier hinten mal lang? Sackgasse. Nein, ich komme ja auch nicht durch. Danke, Spiel, dass ihr mir die Möglichkeit bietet, hier hinten so eine Sackgasse zu laufen. Es gibt ein Spiel, was bei Epic kostenlos ist. Keine Ahnung, wie das... ja, das habe ich mir auch gerade geholt gehabt, aber das ist halt ein langes Story-Spiel, ne? Da sind wir halt viele, viele Stunden dran. Da, das ist eine eigene Let's-Play-Reihe, so gesehen. Das ist halt Evil Within. Das ist ein riesiges Spiel von dem AAA-Macher. Ja, wir können hier sonst nirgendwo mehr lang. Wenn ich das richtig sehe, wir gehen zurück. Und geht einfach auch wieder. Hat er jetzt auch Angst? Hat er auch Angst? Kleiner Otto, du kannst mir nichts. Du bist eigentlich gar nicht echt. Hä? Kann ich hier auch nicht lang? Nee, guck mal. Hä? Unsichtbare Wände, ne? Ich sehe es halt nicht, aber ich glaube, hier sind unsichtbare... Müssen wir jetzt hier wieder in den Raum rein? Macht das Sinn? Ach so, jetzt betätige ich das hier wieder. Und jetzt haben wir wieder die andere Welt zur Verfügung, ne? Wo wir durch die anderen Zimmer... Genau, jetzt ist das hier nämlich zu... Das ist auch hier hinten wieder alles. Oh, muss der da dran, maybe? Ach, guck mal, da muss der dran. Arschritzensofa. Okay. Hab's gerade versucht. Ich kann da nirgendwo ein Häkchen anklicken. Da, wo du direkt reinjoinst. Eigentlich joinst du direkt da rein. Nee, beim Willkommen, ne? Genau. Da gibt's ganz oben links eigentlich einen Regelbereich. Da musst du die Regeln akzeptieren eigentlich. Und da, wo du reinjoinst, ist ein Verweis auf den Bereich, wo du hin musst eigentlich. Das heißt Tamed of Tale of... Ach so, das. Ja. Ja, schwierig. Okay, wir müssen... Maybe... Hier gehen wir zurück, ne? Komm, wir gehen jetzt dahin. Ich glaube, die Tür... Ach, mit... Hä, warte mal. Wait a minute. Hier ist einer, da ist ja auch noch einer, aber wir haben bloß einen von beiden betätigt. Den können wir auch noch betätigen. Oh, wir haben die Tür einfach ganz geöffnet. Ja, mit drei Hebeln haben wir die Tür jetzt einmalig ganz geöffnet. Okay. Ach, nicht die Tür, das war ein scheiß Schrank. Den grünen Haken unten, ja genau. Ich bin bei Regeln, da habe ich nichts zum Anklicken. Ganz unten, genau auf den Haken klicken, genau. Steht ja auch da mit dem grünen Haken, Reacts bestätigt man die Regeln. Ist eigentlich ein Standard-Discord-Verfahren, machen die meisten. Damit ich dich auch verklagen kann, falls du gegen die Regeln verstößt, ne? Das ist ganz einfach. Ach, ey, Spaß. Och, wir haben den Hammer eingesammelt. Wir haben den Hammer, das Baby beobachtet uns. Jetzt können wir das Baby zerschlagen, ne? Wir kommen da niemals lebend hin. Junge, Junge, Junge. Bin noch ein wenig im Lurk, bis gleich. Alles klar. Dann wahrscheinlich guten Hunger.
wenn ich bis dahin noch lebe. Falls nicht, im schlimmsten Fall, ich sitze dann immer noch hier, aber halt leblos, weil mein Herz aufgehört hat zu schlagen. Wir müssen jetzt zum Baby, um das zu schlagen, ne? Ich habe vollsten Respekt. Die Jumpscares sind echt gut eingebaut. Ich glaube, hier müssen wir gar nicht lang, ne? Ich mach's trotzdem, warum auch immer. Fragt nicht. Oh Gott. Wieder mein eigener Schatten. Oh doch, wir mussten hier lang. Baby is looking at me. Und... Booyah! Wir haben es durchgespielt, Leute. Wir haben das Spiel durch... Spiel? That was not our task, my friends. Wenn ich den grünen Haken klicke, sagt er mir nur, dass es ein Standard-Emoji ist. Eigentlich müsste der dann hochcounten, ne? Ich kann es dir auch nach dem Spiel zeigen. Also. Hä? Und jetzt? Ja, und jetzt? Können wir... Was haben wir? Hä? Das ist Sachbeschädigung, mein Lieber. Das ist Überlebensinstinkt. Nix Sachbeschädigung. Ja, und jetzt? Bis jetzt wussten wir immer, was wir machen müssen. Gerade sieht schlecht aus. Was ist das hier für ein Raum? Müssen wir jetzt zurück? Haben wir irgendwo noch eine Tür gehabt? Doch, die allererste Tür, ne? Da sind wir nie durchgekommen. Aber aus welchem Grund sollte die jetzt auf sein? Oder hat das Baby dafür gesorgt, dass die Tür zu ist? Ja, komm, wir gucken einfach mal. LOL! Nein! Es geht jetzt noch tiefer. Guck mal, wir sind von da oben gekommen. Es geht jetzt noch tiefer einfach. Scheiße. Warum? Wo ist die Treppe nach oben? Oh, hallo? Guys? Aha. Ja. Und was soll ich mit dem Messer? Ihr seid aus Stein? Ich ahne Schlimmes. Da ist Blut dran. There is blood on the Messer. Oh, guckt mal! Sehe ich jetzt zum ersten Mal. Wir haben sogar einen Körper. Hä? Hatten wir den von Anfang an? Hatten wir den von Anfang an? Ich bin sehr verwirrt. So, was müssen wir jetzt tun? Wieder die Treppe hoch anscheinend, ne? Wir haben jetzt in einem sehr gruseligen gar nicht... Oh! Okay, gut, alles gut, alles gut. Aha. Wir sind tot, ne? Wir sind tot und das, was uns... Das war's, Leute. Das war Layer of Torment. Ja, das war einfach Layer of Torment, Leute. Also war richtig krass. Ich find's jetzt sogar schade, dass es so kurz war. Also für 4 Euro, ich sag mal, ist es okay. Ist es okay. Das sind halt technisch gesehen ultra wild umgesetzt. Refund? Nee. Also ganz ehrlich, da lasse ich meine 4 Euro gerne da, in der Hoffnung, dass einfach als nächstes ein längeres Spiel kommt. Ich fand's gut. Ich fand's wirklich gut.